Ich sollte mir die Begrüßung in Zukunft besser überlegen. Oder auch nicht. Kann mir eigentlich auch egal sein. So, wir spielen, wie schon angekündigt, Edna bricht aus. Deponia macht kurz Pause. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wir spielen jetzt erst Edna, dann Deponia 2, dann Edna 2, dann Deponia 3. Dann sollten wir damit auch durch sein. Mit allem. Ich weiß, es gibt noch Deponia 4. Mal gucken, wie wir das machen. Das ist ja so ein bisschen anders. Und zu Edna gibt es eine lustige Vorgeschichte, was ich jetzt alles schon für Probleme hatte. Ich habe einen Part 0 aufgenommen. Schaut euch den an, wenn ihr es wissen wollt. Ansonsten, Musik, denkst du, ja, das lassen wir alles so. Hier ist schon ein Spielstand drauf, dazu mehr in dem Part 0. Deswegen sag ich jetzt neues Spiel und legen wir los. Dann los, du darfst reagieren, Spiel. Was ist los? Ach nichts. Du-bi-du-bi-du-bi-du-bi-du. Pah. Und da sind wir auch schon wieder im Spiel. Ich muss mal gucken, wie das mit der Musik ist, weil die Musik bei Edna variiert sehr stark. Manchmal ist es ganz leise und dann wird es wieder lauter. Dann muss ich das mal im Auge behalten jetzt. Aber das kriege ich hin. So, wir sind hier, stecken hier fest. Ich würde sagen, Poki erzählt uns das erste Mal was und ich erzähle danach mal die Story, wie ich das verstanden habe. Aber Poki, fang du erst mal an. Und herzlich willkommen zu den Audiokommentaren von Edna bricht aus. Mein Name ist Jamila Michaelis. Ihr dürft mich auch ruhig Poki nennen. So stehe ich zumindest auch in den Credits. Ja, wir starten das Spiel. Und zwar in dieser Gummizelle, in der ihr euch gerade befindet. Ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß, denn ihr werdet euch für die nächsten, ja, 30, 40 Minuten hier in dieser Zelle aufhalten. Das ist eine Game Design-Entscheidung gewesen, die gleich zu Beginn des Spiels schon ziemlich fragwürdig zumindest war. Ich glaube, mein aktueller Head of Game Design, der Bade, mit dem ich sehr stark zusammenarbeite für aktuellere Titel, würde mich für diesen Geniestreich erwürgen. Denn gleich zu Beginn des Spiels hat man eigentlich keine sichtbaren Erfolge und Fortschritte. Also viel Spaß jetzt beim Spielen. Sucht euch vielleicht schon mal ein Walkthrough aus dem Internet. Die Idee, die dahinter steckte, war natürlich, dass man sich genauso gefangen fühlen sollte wie Edna. Ich glaube, das funktioniert auch einigermaßen. Ist schwierig zu beurteilen, aber ich dachte eigentlich, der Spieler weiß ja, dass man wahrscheinlich aus dieser Zelle irgendwie raus kann und dass das Spiel außerhalb dieser Zelle noch weitergeht und dass es da noch viele Sachen zu erkunden gibt. Und ja, entsprechend viel Spaß beim Rausrätseln. Ja, und das war sehr ungünstig formuliert damals. Ich vor 5 Jahren dachte nämlich, er sagt, ihr werdet am Anfang 30 bis 40 Minuten hier in der Zelle sein. Das ist eine eigenartige Game Design Entscheidung gewesen. Das habe ich so verstanden, als ich muss jetzt hier erstmal eine halbe Stunde einfach warten, dann passiert irgendwas. Dann geht die Tür wieder auf und ich kann den Typen K.O. schlagen oder sonst was. Und bis dahin soll ich hier einfach nur random Sachen machen, habe deswegen einfach gewartet. Und gewartet. Und gewartet. Und gewartet und es ist nichts passiert. Dann dachte ich, vielleicht habe ich rausgetappt oder so. Nochmal reingetappt, wieder eine halbe Stunde oder so gewartet, wieder 40 Minuten gewartet. Es ist immer noch nichts passiert.
Dann habe ich gedacht, ja gut, ich könnte das Spiel eigentlich auch regulär spielen. Das habe ich dann auch so gemacht. Von daher würde ich sagen, wir fangen erstmal an. Was haben wir denn im Inventar? Och, guck mal, ein Harvey. Benutze Harvey. Benutze Harvey. Ah, ich wollte eigentlich nur rede mit Harvey. Hallo? Hallo Edna. Was gibt's? Wo sind wir hier? Keine Ahnung, aber ich will hier raus. Ich auch. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. So, ich muss bei mich ein bisschen leiser machen. Ich glaube, sonst bin ich zu laut. So sollte, okay, so sollte es passen. Wie geht's dir denn, Harvey? Wie geht es dir, Harv? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Okay, dann nehmen wir mal Harvey. Ach, schade. Dann sehen wir Harvey mal an. Das ist mein alter Kumpel Harvey. Kann ich den Kommentar anschauen? Nein, das wollte ich nicht. Nochmal, muss ich jetzt nicht hören. Okay, dann schauen wir uns mal an. Das ist hier ein Polster. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Ja, lass den mal mitnehmen. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Na gut, vielleicht musst du ihn erst mal überzeugen. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Ich nehme das als ja. Dann benutze es mal. Benutze es nochmal. Ich mag Gewalt. Gewalt ist toll. So, hört man mich? Jetzt gut. Ich glaube, ticken lauter muss ich noch. Okay, dann sollte es passen. Schau mal, Edna, ein Tisch. So einen hätte ich gerne für meinen Balkon. Ob ich wohl einen Balkon hatte? Ich kann mich an nichts erinnern. Dann nehmen den doch mit. Dann nehmen wir den mit für unseren zukünftigen Balkon. Diesen langweiligen Tisch will ich nicht. Vielleicht, wenn es ein Billardtisch wäre. Überzeuge ihn, mein Billardtisch zu werden. Stehen bleiben, Tisch. Brav. Braves Tichy, was du fein. Und dann benutze ihn gleich. Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Naja, du könntest. Du könntest Harvey auf den Tisch legen. Hey, Harvey, willst du Notaufnahme spielen? Nur wenn ich der Chirurg sein darf. Dann lieber nicht. Dann halt nicht. Dann benutzen wir Harvey. Werf ihn mal an die Wand. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, niemand kann uns hier drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ist da drin bald mal Ruhe? Da. Ich konnte nicht anders, ich musste einfach mitmachen. Es tut mir leid. So, ich muss nebenbei noch an den Audioeinstellungen ein bisschen was fixen, dass das auch ja passt, weil das Spiel an sich ist halt sehr leise. Jetzt habe ich hier fast gar keinen Ausschlag, aber wenn die dann reden, geht doch wieder. Guck mal, Edna, ein Stuhl. Meine großzügigen Gastgeber haben mir immerhin einen ganzen Stuhl überantwortet. Wow! Ein ganzer Stuhl, nur für mich alleine. Toll, den stecke ich mir gleich in die Tasche. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Das war jetzt nicht. Erkenne meine Überlegenheit, demontiertes Krüppelmöbel. Also ich weiß, man kann. Das habe ich jetzt natürlich versaut, das wusste ich nicht. Das habe ich nur in der Testaufnahme mal gesehen. Wenn man den Stuhl, glaube ich, zweimal ansieht, dann sagt Edna sowas von wegen, als ob ich auf einmal das Rätsel hier lösen könnte, wenn ich den Stuhl nochmal ansehe. Moment, das Bein ist ja abschraubbar. Sowas sagt sie dann in die Richtung. Da setze ich mich nicht mehr drauf. Warum denn nicht? Sieht doch bequem aus. Ich habe das Bein abgeschraubt. Randale! Yippie! Ich mag Harvey. Habe ich das schon mal erwähnt? Das würde ich noch sehr oft erwähnen. Guck mal, Harvey. Ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt.
Du bist ein Genie, Edna. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Randale! Yippie! Los, Harvey, brech die Tür auf. Kannst du mir helfen, diese Tür aufzubekommen? Klar, ich hol nur gerade mein Schweißgerät. Im Ernst, es muss einen Weg geben, hier rauszukommen. Oh, ich würde dir helfen, aber ich habe meine Bazooka leider zu Hause liegen lassen. Hau aber mal mit dem Stuhl weiter drauf. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schau mir die Tür mal an. Das ist eine Tür. Sie ist geschlossen. Das sehe ich selber. Nimm sie mal mit. Eine Tür kann man zwar immer gebrauchen, aber diese hier kann ich einfach nicht ausstehen. Red doch mal mit ihr. Vielleicht könnt ihr da eure Probleme klären. Hallo Tür. Wie geht es dir heute? Bestens. Ich empfinde eine perfide Freude daran, dir den Weg zu versperren. Ich hasse dich, Tür. Ich benutze sie einfach. Wahrscheinlich ist sie gar nicht zu. Die ist verschlossen. Was hast du erwartet? Also bei dem Herr Game Designer, wenn ich da an die Ponya denke, ich sag nur das mit den Lampen und dem Stecker. Da hätte mich das auch nicht gewundert. Dann benutzen wir doch mal Stuhl mit dem Polster. Das hatte kaum einen Effekt, wenn ich doch nur etwas Spitzes hätte. Also ich finde Harvey ziemlich spitze. Ich meine ja nur. Hier oben ist ja noch ein Gitter. Harvey, dein Kommentar? Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frotte. Oh. Vielleicht mit dem Stuhlbein. Mal sehen. Wenn ich das Stuhlbein hier hinterklemme und dann mit etwas Hebelwirkung... Oha. Ich habe es kaputt gemacht. Na toll. Und schon ist es kaputt. Hast ja toll gemacht, Edna. Hey, komm mir damit nicht zu nahe. Das sieht so aus, als könnte es wie Butter durch Gewebe schneiden. Nein, das brauchen wir bestimmt nicht mehr. Sowas klingt ziemlich sinnlos. Ich hasse Gitter. Nimm mit, dann ist es weg. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Hallo? Hallo? Hört mich wer? Was willst du? Ich will hier raus. Vergiss es. Wie redet der denn mit uns? Aber so einfach lassen wir uns nicht abspeisen, stimmt's? Der Typ, der draußen ist, ist das dieselbe Stimme wie ein Charakter aus Deponia 2? Der vom Widerstand, der eine? Nicht der Janosch. Janosch war super, aber einer von den anderen beiden. Ist das dieselbe Stimme? Die kommt mir so bekannt vor. Hey, hallo! Mach nicht so einen Lärm da drin. Was willst du? Raus. Wo bin ich hier? Schätzchen, wenn ich jedem Irren das beantworten würde, könnte ich nicht einmal mehr zum Klo gehen. Hör zu, Süße. Ich werde nicht fürs Reden bezahlt. Ist noch was? Wer bin ich? Der mit Abstand nervigste Patient, den ich je bewachen musste. Patient? Bin ich denn krank? Ich fühle mich nicht krank. Hör mal, Süße. Du bist in einem Raum mit gepolsterten Wänden. Beantworte dir die Frage einfach selbst. Ich bin nicht verrückt. Stimmt's nicht, Harvey? Genau, sie ist nicht verrückt. Hörst du? Harvey stimmt mir zu. Ihr seid schon ein ulkiges Paar. Ihr zwei. Warum kann ich mich an nichts erinnern? Das werde ich bestimmt nicht noch einmal erklären. Nur damit du es nach der nächsten Behandlung wieder vergisst. Behandlung? Was? Warum ist es so heiß hier drin? Oh, das liegt wohl daran, dass die Klimaanlage aus ist. Was denn für eine Klimaanlage? Hier ist keine Klimaanlage. Denkst du etwa, der Doktor ist so verrückt, dass er dir einfach so einen offenen Lüftungsschacht in die Zelle baut? Die Klimaanlage ist natürlich unter den Polstern versteckt. So, so. Eine Klimaanlage unter der Polsterung. Das ist natürlich weitaus intelligenter.
Natürlich ist das intelligenter. Ich mag das Spiel. Stellst du mir bitte die Klimaanlage an? Mal sehen. Wenn du dich ab jetzt ruhig verhältst, dann vielleicht. Später. No. Lass mich raus. Das ist ein Notfall. Oh, wirklich? Ich muss mal. Ah, der gute alte Ich muss mal auf die Toilette-Trick. Ein Klassiker. Denkst du ernsthaft, man wird Wächter in einer Irrenanstalt, wenn man auf die einfachsten Tricks reinfällt? Ja. Und was ist, wenn ich wirklich auf die Toilette muss? Ja, ja. Sehr gut. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Ich muss jetzt wirklich ernsthaft dringend auf Toilette. Nicht mit mir, Schätzchen. Ja, Mist. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht noch sowas wie, dann ist es halt deine Schuld. Mir ist ein wenig schwindelig. Tja, das kommt bestimmt von der schlechten Luft da drin. Ich könnte jetzt natürlich aufstehen, zum Schalter der Klimaanlage laufen und für ein wenig Frischluft in deiner Miefbude sorgen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach hier sitzen. Boah, du Arschloch. Ich habe Hunger. Essen gibt's um 6. Schade, dass du wieder nur Wasser und Brot bekommen wirst. Heute ist nämlich Wünsch dir was Tag in der Kantine, weißt du? Ich muss nachsehen, wie das Wetter wird. Nun, die frühe Herbstsonne steht heute tief an einem orangefarbenen Himmel. Die Luft ist so klar, dass sich das Licht in der Ferne funkelnd an den Bergen bricht. So um die 18 Grad Celsius. Es ist ein richtig schöner Tag da draußen. Aber du wirst ihn nicht zu Gesicht bekommen. Du bist so ein... Ah, ich muss mir die ganzen bösen Worte verkneifen. Es ist viel zu heiß hier drin. Du hältst das schon aus. Hm. Oh, ich hab mich geirrt. Doch kein Notfall. Umso besser. Noch was? Mir ist aufgefallen, wie gekonnt du diese Tür bewachst. Das ist dir wirklich aufgefallen, nicht wahr? Dann hast du bestimmt auch bemerkt, dass ich meine ganz eigene Technik habe. Die habe ich auf dem letzten Turnier entwickelt. Yep. Wow. Du und Sport? Dass ich nicht lache. Wenn du Sport treibst, esse ich einen Elefanten. Ha, dann guten Appetit. Ich spiele sogar in einem richtigen Verein. Und was spielst du? Fang den Stock? Zufällig bin ich Juniormeister. Im Minigolf. Yep. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha, glaubst du etwa einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Ja, bestimmt. Die wollen nämlich auch Umsatz machen. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit. So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nicht. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt.
Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Was weißt du über ihn? Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Oh Mann. Ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Genug gelacht. Was ist das jetzt oder willst du noch was wissen? Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Hoffentlich erstickst du hier drin. Dass ich dir die Klimaanlage anschalte, kannst du jedenfalls vergessen. Ich glaube, bei dem haben wir uns etwas versaut gerade. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Erzähl mir mehr über deinen Schläger. Ich hab dir doch schon alles gesagt. Mein Vater gab ihn mir. Jep, jep, jep. Ein großer Mann. Dein Vater interessiert mich eigentlich nicht die Bohne. Hey, ein bisschen mehr Respekt. Ich kann wirklich giftig werden, wenn jemand schlecht von meinem Vater redet. Er hat mir alles beigebracht, was ich über Minigolf weiß. Erzähl mir mehr über deinen Schläger. Ich hab dir doch schon alles gesagt. Mein Vater gab ihn mir. Jep, jep, ein Gro... Dein Vater interessiert mich ab. Hey, ich kann... Er hat... Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Hey! Hallo! Vielleicht können wir ja uns... Na, Süße, was gibt's diesmal? Vielleicht können wir ein bisschen unseren weiblichen Charme spielen lassen. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Ja, hast du. Yep. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Entschuldigst du mich bitte? Mein Hase möchte mir etwas sagen. Was? Ich wollte dir nichts sagen. Psst, spiel einfach mit. Der Typ ist todlangweilig. Ja, ja. Immer noch verrückt. Na gut. Aber ich habe jetzt eine kaputte Stuhlbahn. Ich freue mich nicht, das gegen dich zu benutzen. Ich will hier raus. Vergiss es. Das war gerade irgendwie falsch herum. Na gut, dann würde ich sagen, fangen wir doch an, damit die Polster kaputt zu machen. Hier war schon mal nichts. Dann hier vielleicht. Nein, hier war auch nichts. Hier vielleicht. Nein, dann hier vielleicht. Hm.
Vielleicht steht Edna ja genau davor. Hier vielleicht? Na, komm. Da. Aber vorher würde ich gerne noch mal mit den kaputten Stuhlbeinen reden. Sag Hallo, Stuhlfried. Hallo? Sag doch was! Oh nein, ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. Stuhlfried finde ich gut. Ich schäme mich so. Ich habe meinen Freund Stuhlfried Stuhlbein getötet. Sein Tod war nicht umsonst, Edna. Er leistet uns jetzt große Dienste. Oder halt auch nicht. Im Moment sind wir ja noch nicht so wirklich erfolgreich hier. Kann sich nur um Stunden handeln. Bald haben wir's. Wenn ich hiermit fertig bin, müssen sie die Zelle renovieren und dann kann ich raus. Der Plan ist perfekt. Der Plan ist perfekt, sage ich. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Nur noch wenige Stunden. Ups. Da kommt ein Luftzug durch diesen Spalt. Okay. Interessant. Dann... Kann ich das nochmal benutzen? Ha, interessant. Was haben wir denn da? Eigentlich wollte ich den Gag machen, dass ich dachte, ich weiß noch, ich meine noch, dass es hier ist, der Ausgang, und ich war falsch. Und ich würde dann halt jedes andere machen, außer das Richtige, aber dann war das doch nicht hier. Dann tut es mir halt etwas leid. Oder auch nicht. Ich werde trotzdem jetzt alles kaputt machen. So, das hast du jetzt davon, Spiel. Randale und so. Randale, wie Harvey gesagt hat. Ich gehe hier erst raus, wenn alles kaputt ist. Und wenn es Stunden dauert. Ich habe Zeit. Ich habe eine Menge Zeit dafür. Kann sich auch nur noch um Stunden handeln. Na komm, mach gleich alles schön kaputt. Ich will hier nichts heile lassen. Ich muss alles kaputt machen. Oh, diese Zelle wird so hart kaputt gehen. Ist hier... Das machen wir mit dem Tisch, genau. Nein, es ist bereits kaputt. Und der Tisch hat mir nichts getan. Das weißt du nicht mit Sicherheit. Ach ja. Ich hätte jetzt einfach nur gesagt, noch nicht. Die Reaktion finde ich doch besser. Jetzt kriege ich es nicht mehr dran. Naja, ist auch nicht so wichtig. War es das jetzt an Polstern, die ich kaputt machen kann? Oh Gott. Das ist nur immer ganz kurz. Ja gut, das scheint es gewesen zu sein. Dann... dann guck dir das mal genauer an. Toki, dein Kommentar? Ah, ihr habt es also soweit geschafft. Ja, noch seid ihr nicht ganz draußen, aber immerhin habt ihr schon mal den Ventilator gefunden. Ja, hier ist auch ein guter Screen, um euch aufzumuntern, Harvey mit allem auszuprobieren, beziehungsweise mit allen Gegenständen zu sprechen. Sprecht doch zum Beispiel einfach mal mit den Schrauben. Das ist ja einer der großen, ich weiß gar nicht, warum ich es gemacht habe, aber dass Edna mit allen Gegenständen sprechen kann, alleine die Möglichkeit, die das Interface einem bietet, hat mich halt irgendwie veranlasst zu sagen, ja, eigentlich sollten die ganzen Sachen ja auch antworten. Und in den meisten Fällen antwortet natürlich Harvey, der seine Stimme verstellt und halt mit der Stimme des Gegenstandes spricht. In diesem Fall den Schrauben. Und so klingt ein Dialog mit Schrauben. Es tut mir leid, ich kann jetzt schon mal vorweggreifen. Wortspiele wie, ey, Schraube, mach dich locker, sind dem Sachverhalt geschuldet, dass Wortspiele mit Schrauben halt auch begrenzt sind. Und ja, trotzdem viel Spaß. Ich hätte das fast vergessen, hier alles mit Harvey auszuprobieren. Es ist zum Heulen, Harvey. Ich bekomme diese Schrauben nicht auf. Ach, solche Schrauben isst du doch zum Frühstück. Als du klein warst, hätten die dich nicht aufgehalten. Wie meinst du denn das? Naja, früher hattest du einige coole Tricks drauf.
Konnte ich mit brennenden Kettensägen jonglieren? Das wohl eher nicht. Aber ein paar dämliche Schrauben waren nie ein Hindernis für dich. Ich war sicher super lässig als Kind. Was weißt du noch? So funktioniert das nicht. Vergiss nicht, ich bin nur eine Projektion deines Unterbewusstseins. Nobody's perfect. Ich kann dir auf die Sprünge helfen. Aber dazu musst du mir Sachen zeigen, die dich an deine Kindheit erinnern. Wie die Schrauben? Exakto, Lucci. Und dann? Dann tempomorphe ich uns in die Vergangenheit. Cool. Okay, ich muss gerade noch mal im Sound ein bisschen was gucken. Ich hoffe, das funktioniert so alles, wie ich es gerne hätte. Ja, genau. Was Poki auch meinte hier mit dem Interface, ich liebe es an Edna. Das macht kein Point-and-Click-Adventure so gut wie Edna, dass man eigentlich bei allem verschiedene Reaktionen bekommt und es auch verschiedene Arten gibt. Also du kannst halt wirklich mit jedem Blödsinn reden. Scheißegal, ob das eine Schraube ist, ob es eine Toilette ist. Du kannst jede Person versuchen zu nehmen oder zu benutzen. Da gibt es auch noch die geilsten Kommentare dann dafür. Du kannst halt alles quasi falsch machen und das Spiel kommentiert es trotzdem, als wäre es halt legitimer Versuch. Und das finde ich halt super. Deswegen schauen wir uns erstmal die Schrauben alle an. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Ohne Werkzeug kriege ich... Okay, in dem Moment, in dem ich das sage, kommt natürlich eine der seltenen Fälle, wo es doppelt ist. Aber das ist halt wirklich sehr selten im Spiel. Das ist das Coole daran. Yo, Schraube! Jo, mich nicht an, das Objekt. Hey, Schraube, bleib mal locker. Ohne Werkzeug kriege ich die nicht... Wie meint damit? Na gut. Harvey? Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Warte nochmal. Was genau meinst du mit tempomorphen? Tut das weh? Wird mein Körper dabei in seine Moleküle zerlegt? Und rückwärts durch die Zeit gebeamt? So ähnlich. Yippie! lieber nicht. Wer nicht will, der hat schon. Es ist ein Schlitzstuhlbein, aber eine Kreuzschraube. Das ist so blöd. Oh Mann, ich liebe dieses Spiel. Sieh dir was getan. Ich hasse Gitter. Fest verschraubt. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Fest ver- Was meinst du zu diesem Gitter, Harvey? Es muss einen Weg geben, da durchzukommen. Go, Edna, go! Das Gitter ist nicht gerade beeindruckt. Im Gegenteil, es verhöhnt mich. Na gut, dann würde ich sagen, Harvey, tempomorphe uns. Ich bin bereit, Harvey. Soll ich dich jetzt in die Vergangenheit tempomorphen? Ja, tempomorphe mich in die Vergangenheit. Wie du willst, halte dich fest. Das ist also die Vergangenheit? Zumindest sieht das hier nach unserem alten Keller aus. Und sieh mich an, ich bin jung. Es sind etwa 10 Jahre, die wir zurückgesprungen sind. Muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht meinen Großvater überfahre und so? Nicht mehr als sonst. Wir sind ja lediglich in deiner Erinnerung. Ah, verstehe. Also kann ich auch ruhig auf Dinosaurier-Eier treten. Wenn du welche findest. Ich weiß, welcher Tag das hier ist. Mein Vater hat mich in den Keller gesperrt, weil ich einen Nachbarjungen geärgert habe. Sein Name war Albert, oder... Alfred Marcel. Alfred Marcel? Doch nicht wie Dr. Marcel? Doch, doch. Er ist der Sohn von dem Doktor, der das Irrenhaus leitet. Ui. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören.
wir sind hier, um dir beizubringen, wie man Schrauben ohne Werkzeug löst. Na dann? Tja, ich muss mich auch erst einmal orientieren. Lass mich bitte anfangen. Wir können uns dann ja abwechseln. Einverstanden? Einverstanden. Harvey kann per Drag and Drop sogenannte Topics auf Edna zielen, um sich mit ihr darüber zu unterhalten. Will er sie später benutzen, kann er sie auch in der Leiste am unteren Bildschirmrand ablegen. Alles klar, wir können jetzt also mit Harvey spielen. Yay! Wir sind Harvey. Wir sind jetzt der frotte Hase, der alles anzünden will. Damit kann ich mich identifizieren. Pogi, dein Kommentar? Ja, in diesem Screen sieht man, dass ich am Anfang, als sie die Hintergründe gezeichnet hat, weder über besonders große Skills im Setzen von Farben gehabt habe, noch ich habe so ein bisschen rumexperimentiert, sowohl mit Farben und Formen. Ich dachte, wusste noch nicht ganz genau, wie die Optik dieser Tempomorph-Sequenzen sein sollte. Ich wollte eigentlich eine etwas skurrile, überzeichnete Variante der Realität haben, hatte aber die Realität noch gar nicht gezeichnet. Die kommt ja erst viel später, dass wir in der Realität halt diesen Raum nochmal besuchen können. Und hatte aber die Vorstellung, dass unbedingt wichtig ist, dass für Edna in ihrer Kindheit und entsprechend auch in ihrer Erinnerung die Treppe zu dieser Kellertür unglaublich lang und geschwungen war. Was sie natürlich in der Realität dann im Endeffekt nicht war. Es war halt nur eine kurze Treppe bis zur Tür. Und deswegen habe ich sie auch unendlich lang und geschwungen gezeichnet. Ja, ein schöner Gedanke, der allerdings dazu geführt hat, dass sich hier die Linien so auf hässliche Weise berühren. Och, ich finde, das geht voll. Kann ich die Haken mitnehmen? Oh, sehr schön. Das sind nur die Themen. Fenster, Haken, da ist ein Haken, Ofen, Öl. Vielleicht ist noch Marmelade, Tücher, noch ein Karton. Was sind das für lustige Pillen? Keine Ahnung, es geht scheinbar ums Glas und Farbe. Dann kann Harvey hier rauf. Schlüsselloch, Klinke. Ich hoffe, jetzt haben wir langsam alles, oder? Schrauben. Okay, und Edna? Edna hat das Normale. Da wohnen unzählige Spinnen drin. Nimm mit. Ich will die Spinnen nicht stören. Wieso nicht? Red doch mal mit ihnen. Geht's euch gut, ihr Spinnen? Und ab. Ja, klar. Yippie. Das ist doch schön. Ich will die Spinnen nicht stören. Der gute alte Ofen. Nimm mit, den brauchen wir. Autsch! Heiß! Er würde ja doch nicht antworten. Das hatte ich bei dem Holz auch nicht abgehalten. Autsch! Heiß! Du lernst auch nicht aus deinen Fehlern, Mädel. Ich habe früher oft mit Alfred im Laub gespielt. Upp, meins. Was stehst du da rum? Mach dich nützlich! Willst du auch mal haken? Ach, lass mal. Das ist Harvey. Er ist seit heute keine Sekunde gealtert. Nicht ohne seine Erlaubnis. Hey Harvey, wo ist denn jetzt meine tolle Fähigkeit, Schrauben zu öffnen? Ich arbeite noch dran. Nicht ohne seine Erlaubnis. Na gut. Kommst du nicht mit der Hake ans Fenster? Das klingt ja fast so, als wenn das klappen könnte. Wenn du mich ranlässt, kann ich es ja ausprobieren. Vielleicht können wir ja ein Feuer machen. Das wäre sicher lustig. Aber ich habe kein Feuerzeug. Probieren wir das mit der Hake gleich mal. Hake? Ja, nutze Hake mit Fenster. Fenster! Heute scheint ein schöner Tag zu sein. Lass das Fenster einfach mal mitnehmen. Ich komme nicht dran. Ach, das ist der Grund, der dich davon abhält. Okay, verstehe. Hallo? Ist da draußen jemand? Hallo? Ich komme nicht an. Nicht dran, meinst du, glaube ich. Edna, hilfst du mir kurz hoch?
denke, das kriege ich hin. Ah, sehr schön. Ja, das ist doch schon viel näher an dem, was ich eigentlich wollte. Und zwar die Kindheit als naiv überzeichnet fröhliches Paradies sozusagen. Auch wenn Edna im Keller eingesperrt ist, hat sie doch eine Erinnerung an eine goldene Kindheit, die allerdings ohne sie stattgefunden hat, unfairerweise. Und jetzt steuern wir Harvey dadurch und können uns die Nachbarn angucken und alles ist normal und gut bürgerlich und ja, viel Spaß beim Erkunden. Okay, also die Tür, Regenton, was können wir denn noch hier mitnehmen, ein Rufzeichen? Scheint soweit Hintertür. Wieso kann ich die nicht? Hä? Wieso kann ich mir die nicht als Topic nehmen? Achso, ich habe die schon, deswegen wahrscheinlich. Da könnten wir nochmal hingehen. Nee, aber ich will erst nochmal zurück zu Edna. Ich will sie nochmal zu den paar Sachen was fragen. Erinnerst du dich an den Ofen, Edna? Ach ja, der gute alte Ofen. Vielleicht kriegen wir die Tür ja mit dem Öl auf. Nette Idee, aber das Öl ist leer. Kannst du es trotzdem mitnehmen? Eingetrocknet? Kann Öl überhaupt eintrocknen? Da fragst du den Falschen. Da kommt nichts mehr raus. Du kannst ja trotzdem mitnehmen, nur falls haben wir die Flasche. Du bist schuld an beiden Irakkriegen. Ja, irgendwie ja schon. Ich mag das Spiel. Da kommt nichts mehr raus. Igittigittigittigitt. Das ist doch nur Marmelade. Igittigittigittigitt. Möchtest du darüber reden? Lieber nicht. Ich kann diese Marmelade nicht ausstehen. Na gut. Lieber beiß ich in einen Heuhaufen. Ist das ein Angebot? Leer. Dann nimm ihn ja mit, dann ist ja hier nichts Wichtiges drin. Leer. Ist da jemand drin? Nein, ich bin vollkommen leer. Okay, da scheint ja niemand drin zu sein. Wozu? Der ist leer. In diesem Regal steht offenbar nichts Nützliches. Die Motten wollten sie nicht, dann will ich sie auch nicht. Die Motten haben auch weniger Ansprüche, glaube ich. War euch kein ehrenvolles Ende beschieden? Wozu? Um ihr Staub aufs Gesicht zu tupfen? Ja, wir verkleiden uns. Ein Glas mit rostigen Nägeln. Bewahrt mein Vater denn gar nichts Nützliches hier auf? Warum bewahrt man rostige Nägel auf? Und warum habe ich das für Pillen gehalten? Nein, die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Ach, sag das nicht. Vielleicht liegt hier irgendwo noch ein Seitenschneider. Wer rastet, der rostet. Die sind zu rein gar nichts mehr zu gebrauchen. Mein Vater wollte seit Urzeiten den Schuppen streichen. Jetzt sind die Farben vertrocknet. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Hallo da oben. Ich komme nicht an. Außerdem sind die vollkommen nutzlos. Kannst du denn zur Tür einfach gehen? Mal gucken, ob ich dadurch was erkennen kann. Wow! Ah. Das ist unsere alte Küche. Der Anblick allein war es wert, das mit diesem Tempomorph-Dingsbums auszuprobieren. Nimm mit. Da steckt nichts drin. Ja. Hallo? Papa? Niemand hört mich. Benutze es einfach mal. Keine Chance. Da bräuchte ich schon den Schlüssel. Die Schrauben halten eine Verblendung. Was wohl dahinter ist? Mit bloßen Händen? Keine Chance. Wie komme ich an euch beiden nur vorbei? Benutzen wollte ich sie noch. Mit bloßen Händen? Na gut. Das ist nichts Neues. Okay, dann, wie war das? Benutze HW mit Fenster. Ich komme nicht an. HW, gehe zu Fenster. Edna, so, okay. Du mir kurz hoch? Ja, ich denke, das kriege ich hin.
Also wir haben noch gar nicht mit allen Topics über Edna gesprochen, ich Idiot. Vielleicht zerbröselt die Tür ja, wenn wir die Marmelade aus ihrem Glas befreien. So wie die immer roch, mag das gut sein. Aber wir würden noch vor der Tür dran glauben. Denk dran, du bist aus Frotti. Du könntest von dem Geruch Feuer fangen. Bin mir sicher, dass das so ist, wie Physik funktioniert. Vielleicht können wir diese Tücher verwenden. Wozu? Einen Saunaclub gründen? Ja, warum nicht? Sieh mal, was in diesem Karton ist. Was denn? Nichts. Reingefallen. Ach, Harvey. Scherzkeks. Vielleicht helfen uns diese rostigen Nägel weiter. Wie denn wohl? Ja, so weit bin ich noch nicht mit dem Plan. Vielleicht können wir dir ja einen Weg nach draußen malen. Sei nicht albern, Harvey. Nicht albern? Seit wann? Stimmt. Vielleicht müssen wir etwas finden, das in das Schlüsselloch passt. Mal überlegen. Vielleicht so etwas wie den Schlüssel? Mann, hast du eine Laune? Tut mir leid, Harvey. Ich hatte mich nur so auf die Vergangenheit gefreut. Und jetzt kriege ich nur diesen miefigen Keller zu sehen. Ich finde schon einen Weg. Keine Sorge. Hast du schon die Klinke gedrückt? Langsam glaube ich, das mit dem Tempomorphen war doch keine so gute Idee. Du weißt ja gar nicht, wie ich hier rauskomme. Keine Sorge, ich schaff das schon. Und dann kommst du auch wieder in der Gegenwart weiter. Du bist so eine Meckerliese. Allein für den Anblick von deiner alten Küche hat sich das gelohnt und jetzt, ich glaube, das war keine gute Idee. Hey Edna, ich habe die Schrauben gefunden. Du musst die Schrauben lösen, um hier rauszukommen. Ach was, das hilft uns nicht wirklich weiter, oder? Jetzt stehen wir doch vor genau demselben Rätsel wie in der Gegenwart. Ach ja. Ich guck mich mal weiter um. Ach ja. Ich hab's dir versprochen. Ich bringe uns hier raus. Ich hätte eine Regentonne draußen gefunden. Erinnerst du dich an die Regentonne neben der Hintertür? Nur vage. Wieso? Ich weiß auch nicht. Erinnerst du dich an die Hintertür selbst? Vom Hintergarten führt eine Tür zurück ins Haus. Hast du eine Idee, wie ich da reinkomme? Ich glaube nicht, dass du das kannst. Wie willst du eine Tür öffnen? Stimmt. Ich guck mich lieber weiter um. Na gut, dann mal ab nach oben mit dir wieder. Edna? Ja. Das machen wir schnell. Okay, dann haben wir hier scheinbar alles. Dann gehen wir hinters Haus. Vielleicht finden wir da ja irgendwas. Da ist bestimmt Dynamit. Oh, da sitzt ja wer. Der linke ist Mattis, Ednas Vater. Aber rechts? Hey, das ist doch Alfred Marcel. Das ist der Sohn von Dr. Marcel, dem Leiter der Irrenanstalt. Edna hat früher oft mit ihm spielen müssen. Aber warum sitzt er hier mit Mattis zusammen am Tisch und isst Eiscreme? Ich verstehe das nicht. Ja, Poki, Erklärung, jetzt sofort. Hier bin ich wohl sehr, sehr schnell gewesen, was das Schreiben der Story anbetrifft. Sonst wäre mir sicherlich irgendwie was Besseres eingefallen, außer Alfred und Mattis essen zusammen Eis. Irgendwie hat mich das immer so ein bisschen an dem Spiel gestört, dass halt irgendwie der erste große Störer im Spiel halt noch so total harmlos ist. Da hätte man eigentlich schon einen richtigen Störer draus machen können, dass die irgendwas Fieses tun, wirklich Edna gegenüber, außer Eis essen. Oh, sie essen Eis ohne Edna. Edna darf nicht mit Eis essen. Also irgendwie, das stört. Fließt denn hier gar kein Blut in dem Spiel? Oh, verdammt. Ich wollte gerade sagen, die essen ohne Edna Eis, hallo? Das ist doch schon furchtbar. Wie können sie es wagen? Ich gehe zur Zeit. Okay, das ist ein interessanter Artikel. Die nehme ich auf jeden Fall mal mit. Moment. Hier steht, dass der Kastaniendieb wieder aus dem Knast entkommen ist. Jetzt müssen wir wohl wieder mehr auf die Kastanien aufpassen. Moment, das ist interessant. Hier steht, dass er sich mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels befreien konnte.
hier steht, dass man seit neuestem auch Isel auf Orgen reimen darf. Yippie! Das war schon längst überfällig. Auf der Nordsee Hallig-Hogel wurde ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet. Sehr seltsam. Kann ich den? Ich möchte hier auch den Artikel ansprechen. Na gut, dann halt nicht. Naja, der Bussi Bär Observer, der kommt aus meinem ersten Versuch eines Online-Blogs, wo ich halt versucht habe, in regelmäßigen Abständen halt so kleine Artikel zu Ereignissen, die niemals geschehen sind, zu verfassen. Auch das Hermann-Löns-Institut und ja, mehrere andere Sachen, die hier am Rande auftauchen und eigentlich sonst gar keine weitere Relevanz haben, stammen aus diesem Blog. Und ich habe da so eine kleine Society aus Pseudowissenschaften aufgebaut. Und vielleicht mache ich irgendwann nochmal das Hermann-Löns-Institut-Spiel. Ich mag die Leute. Wahrscheinlich wird daraus wohl nichts. Ich glaube, niemand interessiert sich wirklich für Sprachwissenschaftler. Auch wenn sie endlich Isel auf Ocken reimen können. Oder ist das schon Hollywood? Ich gehe machen. Also ich würde spielen, so ist jetzt nicht. Esst mehr Obst. Rette die Bäume, esst mehr Biber. Dann nehmen wir mal Alfred, kann ich das Eis auch nehmen? Den Vater. Ja, man wird sich wahrscheinlich schon denken können, was wir hier machen sollen. Also das geht zur Zeitung. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zu Edna und sprechen sie mal drauf an. Ich meine, wir können jetzt, Niesel auf Oggen reimen. Das ist doch eine Sensationsmeldung. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater, dein eigen Fleisch und Blut, hockt zusammen mit Alfred Marcel, dem Sohn von Dr. Marcel. Und es kommt sogar noch dicker. Beide haben es sich bei einem riesigen Eisbecher bequem gemacht. Das kann ich nicht glauben. Mein Vater bevorzugt diesen Knallfrosch? Da ist doch was oberfaul. Du rätst nie, was auf der Veranda vor sich geht. Schieß los. Mathis, dein Vater. Okay, das kennen wir. Beide haben. Das kann ich nicht. Mein Vater. Da ist doch was oben. Okay, dann reden wir mal darüber. Edna, Edna, Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. So blöd. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Kann ich die Treppe? Nee, okay. Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein, schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume, allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Jetzt benutzen wir den mit dem Feuerholz. Ich will den Fußnagel nicht vergeuden. Wieso nicht? Also. Ich will den Fußnagel nicht vergeuden. Benutzt doch mal mit Harvey. Und was mache ich jetzt mit dem Fußnagel? Du solltest probieren, ob du die Tür damit aufbekommst. Nein, ich will damit durchs Fenster. Ich will den Fußnagel nicht vergeuden. Oh. Ich will ihn einölen. Ich will den Fußnagel meine nicht vergeuden. Güte, du sagst überall, ich will ihn nicht verdingsten. Schade. Der Fußnagel ist zwar stabil, aber als Dietrich kann ich ihn dann doch nicht einsetzen. Na gut, dann. Da bin ich aber mal gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich kann es kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken.
Halt, stopp, noch nicht zurück. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid, an mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt, danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Na gut, dann wissen wir jetzt, was wir mit den Schrauben hier machen müssen. Harvey 1. Ah, okay, das ist der Hinweis für den... Das macht zwar Spaß, aber einer zurzeit reicht. Brauche ich nicht. Harvey ist der Einzige, der immer offen zu mir war. Mag der Himmel ruhig geschlossen sein, Edna. Ich habe immer offen. Oh. Den Arsch offen, ja. Ich mag das Spiel, hab ich das schon erwähnt. Befreiungsutensilien der ersten Stunde. Irgendwann baue ich eine Vitrine für die beiden. Dann will ich aber erst nochmal jetzt hier den Daumen probieren. Gute Idee. Die Ritzen zwischen den Polstern sind der perfekte Aufbewahrungsort dafür. Dann mach ich halt einen neuen. Man schneidet sich die Fußnägel aber nicht am Tisch. Dann benutzt ihr mal mit dem Stuhl. Es gibt einige wenige Gegenstände, wo ein Fußnagel nichts ausrichten kann. Ja, aber weiß ich doch nicht, wo das geht und wo nicht. Ich muss einfach alles mal probieren. Diese Tür hat keine offenliegenden Schrauben und muss auch sonst nicht gefußnagelt werden. Gefußnagelt werden finde ich sehr gut. Da gibt es keine offenliegenden Schrauben. Na gut, dann hatten wir, glaube ich, alles. Ja, dann gehen wir zum Gitter wieder. Habe ich den jetzt einfach ins Gitter reingeworfen? Scheinbar. Das ist aber auch irgendwie witzig. Wo kriegst du eigentlich die ganzen... Wie viele Füße hat Edna eigentlich, dass es das die ganze Zeit geht? Danke, dass du mir beigebracht hast, Fußnägel zu kauen, Harvey. Die Fähigkeit schlummerte schon immer in dir, Edna. Ich habe lediglich das Bett auf den Flur geschoben und die Sprinkleranlage ausgelöst. Na gut, dann machen wir das jetzt einmal... Zweimal, viermal und achtmal. Wunderbar. Und jetzt werfen wir Harvey in den Ventilator. Nein, Harvey ist mein bester Freund. Dann werfen wir halt das kaputte Stuhlbein in den Ventilator. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Und nochmal, weil es so schön war. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, wie viel ich jetzt schon verbraucht habe. Hey? Hallo? Was willst du denn jetzt schon wieder? Jetzt ist mir doch zu warm. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Yep. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich lass dir die Klimaanlage noch einen Augenblick an. Nein, scheiße. Man darf seine Fans ja nicht schwitzen lassen. Ich hatte jetzt auf was anderes gehofft. Ich muss ihn provozieren. Ich würde... Wer will... Hab ich dir schon erzählt? Yep. Erzähl mir mehr über deinen Vater. Ah, mein Vater... Gotthold Franz von Stiesel Senior. Jep, jep, jep. Ein großer Mann. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Schankedön, genau das wollte ich von dir. So,
Und dann können wir jetzt bestimmt den auch irgendwie abschrauben. Vielleicht kann ich den Ventilator hiermit aus der Fassung hebeln. Und... Hepp! Blopp, genau, das Geräusch wird er machen. Kann ich ihn nicht mitnehmen? Wo ist der denn hin? Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er? Dann erst mal, wo ist das Ding hin? Aber na gut. Oh, den Screen finde ich ziemlich super, weil hier ist jetzt auch... Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir hier raus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. So, was ich jetzt nochmal zeigen wollte, ist hier dieses Skelett. Ich finde das ziemlich cool, dass das hier einfach da eingemauert wurde. Und hier ist übrigens... Kann ich den nicht mitnehmen? Ich will den mitnehmen. Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Nicht. Wieso eigentlich nicht? Passt doch. Nein, er ist kaputt. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Oh, dieses Spiel ist so blöd. Ich liebe es. Bereust du jetzt, mir den Weg versperrt zu haben? Dein Schweigen sagt mehr als 1000 Worte. Ich habe ihn kaputt gemacht. Was hältst du davon, Harvey? Cool. Ein kaputter Ventilator. Da könnte man einen prima... Was? Oder wir... Umso da drauf. Okay, im Stuhlbein nochmal. Der hat genug gelitten. Außerdem ist hier im Schacht zu wenig Platz, um auszuholen. Da hat er nochmal Glück gehabt. Nächstes Mal. Der lässt sich nicht mehr reparieren. Okay, Poki, was sagst du zu dem Screen? Ich werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen geschockt. Das liegt daran, dass sie hier in Unterwäsche rumläuft, Proki. Ich meine, ich hätte es jetzt auch nicht besser machen können, aber ich glaube, das ist das, was die Leute daran stört. Es gibt ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Sie war nicht von mir. Das ärgert mich immer, wenn ich diesen Screen betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlson Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. Und dabei habe ich nicht mal ein Lineal. Man sieht es an den Kanten. Peinlich. Ach ja, das Punkt, die kein Lineal hat, das ist auch ziemlich lustig. Das Gitter hier. Ist das jetzt dasselbe wie jedes Gitter oder ist jetzt hier was anderes? Schon wieder ein Gitter, Harvey. Und? Soll ich dir jetzt die Zehennägel auch noch vorkauen? Also wenn du schon so fragst, warum nicht? Ist das ein Angebot? Dr. Marcell und Hulgur sind gegangen. Interessant. Fest. Hallo! Psst! Was tust du? Willst du uns verraten? Wieso?
Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Sie selbst. Ich meine, das kennen wir jetzt schon, aber okay. Dann nutzen wir das. Fest. Okay. Benutzen und nehmen macht oft dasselbe. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Ich hätte erst mal Stuhlbein probieren sollen. Hä, langsam verdammt. Werde ich richtig gut darin. Will ich jetzt hier schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Es ist 5 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Ich weiß nicht mehr alles. Und ich weiß, am Ende wird es noch schwierig. Von daher... Ich meine, das Lexikon war super. Moment, das will ich haben. Lexikon, das. Lexikons, Plural, Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. Hallo, du... Lexikon? Richtig. Hallo, Lexikon. Klugscheißer. Lexikon, das Alphabet, siehe auch... Okay, dann nimm mit. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und zwar für Harvey. Willst du etwas lesen, Harvey? Hast du keinen Comic? Noch nicht. Ich meine, es gab einen Comic. Mit so einem Stift könnte ich mein eigenes Lexikon schreiben. Ein stromlinienförmiger Stift. Das klappt so nicht. Wie, das klappt nicht? Natürlich klappt das. Hallo, Stift. Hi. Ja, du hast recht. Und es hat sogar beim ersten Mal funktioniert. Oh, kaum auszudenken, wozu ich diesen Stift benutzen könnte. Nimm mit erstmal. Kann auf jeden Fall gebrauchen. Kaputtes Stuhlbein. Das kaputtes Stuhlbeins. Plural kaputte Stuhlbeine. Defekter Sitzmöbelfuß. Wusste es. Das Wort Fußnagel gibt es gar nicht. Es muss eigentlich Zehennagel heißen. Aber Harvey ist der Klugscheißer, ne? Das sind wir die Richtigen. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ein sehr schöner Tisch. Den nehme ich. Was kostet der? Nein, viel zu teuer. Guten Tag, Herr Tisch. Sie sind 3 Minuten zu spät. Ja, da war das Gitter. Und ich konnte meine Nägel nicht schnell genug. Das ist keine Entschuldigung. Oh, das Spiel ist geil. Ich liebe es. Ich weiß noch eine Reaktion bei dem Tisch, aber die können wir im Moment noch nicht machen. Da fehlt uns noch ein Gegenstand für. Okay, sag du mal was. Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel rapierende Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Die Pokale in dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo. Interessant. Ein Poloschläger. Moment, darüber muss ich mal nachlesen. Poloschläger, der. Poloschlägers, Plural, Poloschläger. Pferdesportutensil. Mal bei was drauf. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Doch der Poloschläger ist mächtiger als beide zusammen. Stimmt, der Schläger würde gut in meine Werkzeugsammlung passen. Sieh mal, Harvey, ein Poloschläger. Der soll uns als Schwert dienen. Eure Heiligkeit. Das ist blöd. Ein Meisterstück. Nimm mit, haben will. Haben will. Nimm mit, habe ich gesagt. Ein Poloschläger. Okay. Ein Diplom? Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf.
Nimm mit. Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Schade. Schade, schade, schade. Du hältst dich wohl für etwas Besonderes, hä? In der Tat. Ich trage die Unterschrift eines der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Und die von Dr. Marcel. Ich hätte auch gerne so eine markante Unterschrift. Warte mal. Da war doch was. Was war da? Was? Also, an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Den verstehe ich jetzt nicht. Erinnert dich die Unterschrift an etwas, Harvey? Ich erinnere mich vage. Ich glaube, du hast dir damals selbst beigebracht, Unterschriften nachzuahmen. Ich konnte Unterschriften fälschen? Cool! Lass uns in die Vergangenheit tempomorphen. Edna. Ich will diese Unterschrift haben. Edna? Dann kann ich für Dr. Marcel Medikamente aus dem Internet bestellen. Edna. Und in seinem Namen Knebelverträge mit Plattenfirmen unterschreiben. Edna, wir können nicht in die Vergangenheit tempomorphen. Was? Aber du hast gesagt, wenn du was siehst, das dich erinnert? Ja, schon. Aber das hier ist nicht gerade dein altes Poesiealbum. Ich brauche diesmal etwas, das mich in die Situation zurückversetzt, in der du die Fähigkeit gelernt hast. Ich soll also die Nadel im Heuhaufen finden. Es hat etwas mit Lernen zu tun. Wenn du ein Relikt aus deiner Vergangenheit findest, etwas, das mit einem Schulunterricht zu tun hatte, dann kann ich uns bestimmt wieder ins Damals bringen. Du meinst Tempomorphen? Ja, Tempomorphen. Ich hätte ein Lexikon. Ich meine ja nur. Willst du etwas lesen, Harvey? Hast du keinen Comic? Na gut. Poloschläger, der. Achso, das hatten wir schon. Polo spielt man zu Pferd, nicht zu Haas. Aber die Idee finde ich interessant daran. Oh Gott, Schluck auf. Unterschreib selber auch mal. Darauf hat schon wer unterschrieben. Na und? Ist doch nur einmal. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Nimm mit. Die funkeln so schön. Wären sie nur nicht weggeschlossen. Ich krieg gerade Schluck auf hier. Hurra! Ich bin die Nummer 1! Jaha! Chimp, chimp, chimp! Hallo, ihr Kleinen. Hier ist eure Mama. Oh nein, Frank, schon wieder eine Verehrerin. Ja, Harry, es ist immer dasselbe mit Gaffern. Ah, sehr schön. Hallo? Ist da jemand drin? Nein. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Ich dachte, du haust ihn kaputt, war eher so mein Gedanke. Je kaputter das Stuhlbein, desto kaputter die Idee. Oh, also, guck mal, hier kann mir was draufritzeln. Sehr schön. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Was hältst du von diesem Schrank, Harvey? Ich mag keine Schränke. Moment, wir haben einen Stuhl und wir haben ein kaputtes Stuhlbein. Ich könnte mein kaputtes Stuhlbein gegen ein heiles eintauschen. Aber ich mag es so angeknackst, wie es ist. Es passt zu dir irgendwie. Guck mal, Harvey. Dr. Marcells Stuhl. Irgendwie bedrohlich. Als würde ein Schatten von ihm immer noch da sitzen. Igitt, Harvey. Benutzt mal. Nein, das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcells Schoß sitzen. Oder eher auf da lassen wir das. Hallo, Stuhl. Hallo, mein Kind. Wie geht es? Setz dich doch, mein Kind. Ist überhaupt nicht creepy. Den will ich gar nicht nehmen. Warum nicht? Da hat doch Dr. Marcel drauf gesessen. Der Thron von Dr. Marcel. So, hatten wir das schon? Thron. Der. Sitzfleischablage für Führungspersönlichkeiten. Schreib was drauf. Unterschreib darauf mal. Reserviert für Ed... Oh Gott, ich kann es kaum lesen. Gianfetti? Eddie Confetti? Oh Gott. Eddie Confetti finde ich lustig. Hau kaputt. Das ist mal ein massiver Stuhl. Dann hau das hier kaputt. Es geht tatsächlich, das wusste ich gar nicht mehr.
Ich mag das Spiel ist toll. Ich schlag's Fenster ein. Oh, schade. Mist. Schade, ich hatte mich schon drauf gefreut. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Hätte ich nur meine Handwerkerausbildung abgeschlossen, dann könnte ich dieses Fenster wirklich mitnehmen. Es ist verschlossen. Ich grüße dich, Fenster. Hallo, Edna. Vor langer Zeit wurde mir vorhergesagt, dass du kommen würdest. Siehe nun deinen zukünftigen Weg in die Freiheit. Boah! Kann ich einen Fußnagel auf dem Schreibtisch legen? Warum lässt mich das Spiel das alles machen? Warum? Die ist geleimt, nicht geschraubt. Achso, so dachtest du es. Na gut. Dann halt auf den Stuhl legen. Ich sollte diesen Stuhl fußnageln. Tu es nicht. Ein Fußnagel hat Besseres verdient. Ich mache eine Ausnahme. Schade, dass die nicht überall rumliegen dann jetzt. Also, was hatten wir? Der Poloschläger ist geleimt, nicht geschraubt. Das war jetzt mehr aus Versehen. Das Fenster hat keine Schrauben. Na gut, dann schreib was drauf. Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Dann halt nicht. Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es keine Buchdeckel. Alle Buchstaben sind frei und können machen, was sie wollen. Kamin hätten wir hier noch. Ein Kamin. Quelle der Häuslichkeit und Wärme. Mitnehmen. Steck ihn in die Hosentasche. Ja, ich weiß. Es sieht aus wie ein Plastikkamin mit Elektrofeuer. Aber er ist wirklich aus Stein und fest in der Wand eingebaut. Kamin an. Feuer 36 Grad Celsius, kleines Flackern. Ihre Anfrage befindet sich außerhalb normaler Parameter. Captain, anscheinend ist die Sprachaktivierung kaputt. Ja, Havok, das stimmt wohl. Gott. Ich habe keinen Anknopf gefunden. Okay, wir brauchen also Feuer. Oder Gewalt. Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch nützlich werden. Ich werde doch meinen besten Kumpel nicht verbrennen. Das Buch brennt bestimmt gut. Das Lexikon ist zwar langweilig, aber ich verbrenne keine Bücher. Zumindest nicht ohne Feuerzeug. Okay, wir brauchen also ein Feuerzeug. Ich wollte eigentlich auf den Kamin schreiben. Den will ich nicht verbrennen. Er könnte noch nützlich werden. Na gut, da verbrennst du einfach nur alles. Dann gehen wir mal raus. Huch! Hallo. Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ich kann das erklären. Ich hatte Hilfe von außen. Von wem denn bitte? Von deinem toten Vater? Mein Vater ist tot? Du erinnerst dich zwar nicht an alles, aber diese Anstalt ist jetzt dein Zuhause. Schon seit langer Zeit. Komm her, ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, wie ich wirklich entkommen bin? Na, schieß los. Ich musste auf die Toilette und hab mich verlaufen. Ja, genau. Komm rüber und ich zeig dir den Weg. Den Weg zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht wissen, wie? Na? Ich habe geheime Psi-Kräfte. Einen Schritt näher und ich verwandle dich in eine Bulldogge. Ach ja? Buga! Es hat geklappt. Ich wusste ja gar nicht, was in mir steckt. Lass den Unfug und komm endlich her. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Oh, das Spiel ist so blöd. Willst du nicht? Oh Gott. Dieser Minigolf-Typ hat mich freigelassen. Stiesel? Er wird immer unzuverlässiger. Dr. Marcel wird toben, wenn er aus der Stadt zurückkommt. Sei's drum. Du kommst jetzt mit. Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals!
Willst du nicht wissen, wie? Na? Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getempomorpht. Dort habe ich gelernt, meine Superfußnägel als Multiwerkzeug einzusetzen. Du warst schon immer sehr kreativ. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird, wenn Dr. Marcells Therapie endlich anschlägt. Los jetzt! Ich sperre dich zurück in deine Zelle. Ha! Niemals! Willst du nicht? Na. So einen haben wir noch. Das geht dich einen feuchten Putzi an. Es ist mir auch egal. Hauptsache, du kommst endlich, damit ich dich zurück in deine Zelle sperren kann. Ha! Niemals! Ich will mit Dr. Marcel sprechen. Sofort. Der Doktor ist unterwegs. Du kannst mit ihm sprechen, wenn er zurück ist. So lange kommst du in deine Zelle. Niemals. Wie du willst. Dann warten wir halt hier. Und wenn's den ganzen Tag dauert, ich hab Zeit. Wenn du nicht sofort von der Tür weggehst, hetze ich meinen Kampfhasen auf dich. Fass, Harvey, fass! Rettendes Stuhlbein. Das versuche ich lieber gar nicht erst. Wir hätten Lexikon. Willst du vielleicht etwas lesen? Machst du dich etwa über mich lustig? Auch wenn ich nicht so aussehe. Ich lese viel in meiner Freizeit. Ach ja? Was denn? Tolstoi, Hemingway, Voltaire, Rosamunde Pilcher. Jetzt hast du dich verraten. Das sind ja alles nur Fantasienamen. Es sieht ein bisschen aus wie Homer von den Simpsons, ne? Oder bilde ich mir das ein? Die Feder ist zwar mächtiger als das Schwert, aber diese Oberarme sehen aus wie LKW-Stoßdämpfer. Puck. Wer ist der Champ? Wer ist der Champ? Edna. Sagt es lauter. Edna. Okay. Wie werden wir jetzt seine Leiche los? Erstmal Fußnageln wir ihn. Ich stecke ihm den abgekauten Fußnagel in den Mund. Oh Gott, du bist echt wieder. Achso, hat sie nicht gemacht. Okay. K.O. Mach ihm Schnauzbart. Ich habe ihm einen Bart gemalt. Du machst halt wirklich. Und jetzt steche ich das in das Herz. Ich bin nicht Dr. Helsing und das ist nicht Dracula. Ich bin relativ gut in den Sachen erraten, die sie machen will. Was meinst du, Harvey? Hängen wir ihn über unseren Kamin? Oh ja, oh ja, oh ja. Ich besorg die Sägespäne und du holst den Löffel. Kann ich ihn vielleicht im Schrank verstecken? Genau, ich ruf nur kurz meinen Spediteur an. Hallo? Ist da jemand? Also, das hat er, ja. Als Kind. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Der hält auch noch. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Na gut, haben wir noch irgendwas hier? Ich denke soweit nein. Wir könnten aber noch raus. Ich weiß nicht mehr, welche Richtung wir wollten, wenn ich ehrlich bin. Ich sollte erst Hulgo beiseite schaffen. Echo. Komm schon, wir können später aufräumen. Nein, man würde ihn finden und Alarm schlagen. Du bist ganz schön abgebrüht, Madame. Na gut, dann Schrank wieder zumachen. Jetzt aber. Jetzt aber raus hier. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Das ist auch ein gutes Gefühl. Randale. Yippie. Randale! Was hältst du davon, Harvey? Abendbrot. Und ich dachte, du isst nur Süßigkeiten.
Ich esse immer das, womit ich den größten Schaden anrichten kann. Das ist auch eine gute Einstellung. Ups. Hoppla. Absicht. Psst. Oh, das tut mir aber leid, wie ungeschickt von mir. Pflanzennamen im Lexikon Nachschlager. Der. Zweitunbeliebtester Schlager. Was denn? Sogar unbeliebter als da steht ein Pferd auf dem Flur? Ui. Diese Säule verschandle ich nicht. Sie soll als Symbol des Schreckens misslungener Innenarchitektur für alle Zeiten bestehen bleiben. Du verschandelst sie nicht, weil sie ein beweglicher Sprite ist, stimmt's? Psst. Ach, ich kann sie bewegen, okay. Hier habe ich bereits genug Schaden angerichtet. Ich sollte sie nicht auch noch demütigen. Ich sehe das anders. Aber ich kann ja schon mal die Säule also nehmen. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Ist doch auch schon mal was. Diese Säule verschandelt. Die Säule. Du verschandelst. Psst. Okay. Schauen wir mal aus dem Dach raus. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Ach Mann, ey, dieses Spiel macht mich fertig. Oh Gott, dieses Spiel macht mich fertig. Nimm Dachluke? Was willst du mir damit sagen? Du hast einen Dachschaden, Edna? Naja, ehrlich gesagt habe ich darüber nicht nachgedacht, was ich damit sagen will. Use the Luke Force. andersrum, du hast da glaube ich was verwechselt. Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Ach, du hast doch genügend Werkzeug dabei. Es ist zu hoch. Ich komme nicht an. Harvey? Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Okay. Das Lexikon vielleicht? Erzähl mir von der Freiheit, Harvey. Da draußen gibt es alles. Das hatten wir schon. Ich kann Dann gucken wir mal nach, was hier ist. Oh, ja! Ja! Oh, hier ist einer der besten Charaktere im Spiel. Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Warte, ich glaube, ich muss erstmal benutzen. Benutze ihn. Ich sehe, du versuchst wieder fremde Gehirne zu benutzen, Edna. Du solltest mehr Vitamine zu dir nehmen. Dann bist du in absehbarer Zeit vielleicht in der Lage, dein eigenes zu benutzen. Ich liebe diesen Charakter. Ich glaube, der hieß. War das Bobo, das Gehirn? Pfoten weg. Huh? Hallo? Hallo, Edna. Was führt dich zu mir? Wer oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Ich finde, Bobo ist einer der besten Charaktere im Spiel. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Ah, kannst du mir was zu dieser Alpfigur hier sagen? Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Ciao, Bobo. Wag das ja nicht. Oh, schade. Süß. Oh Gott, Bobo ist die Zehennägel. Netter. Was hältst du davon, Harvey? Es ist ein Hirn in einem Glas. Wahrscheinlich gehört es Hulgor. Das widerspricht sich. Entweder du benutzt dein Gehirn oder du benutzt ein kaputtes Stuhlbein. Gehirn, das grau bezählter IQ-Container. Ein menschliches Organ, das den Besitzer befähigt, Talkshows wegzuschalten.
mag das Spiel. Das Spiel ist toll. Hey, Pfoten weg. Oh, ich habe dieses Spiel viel zu lange nicht mehr gespielt. Das ist viel zu gut, als ich es in Erinnerung habe. Oh Gott. Ich möchte weiter mit Bobo reden. Warum kann ich nicht mehr mit Bobo machen? Bobo ist super. Ein Tipp: Redet mit Bobo, dem Gehirn. Das Gehirn im Glas wird in der deutschen Version von niemand Geringerem als Carsten Fichtelmann, meinem Kompagnon und Geschäftsführer von Dedelic, gesprochen. Und ich glaube, das sind ein paar Takes, die wir da eingefangen haben, die sich ganz, ganz, ganz besonders lohnen und die man sich auch immer wieder anhören sollte. Ich tu's. Ich habe den Soundfile Ich bin ein Gehirn in einem Glas lange Zeit auf meinem Desktop gehabt. Bei jeder Gelegenheit abgespielt. Ursprünglich hatten wir übrigens bei dem Gespräch mit der Alf-Puppe tatsächliche Schnipsel von einer Alf-Kassette dort als Soundfile hinterlegt, wenn er antwortet, ich lach mich tot und so weiter. Im Endeffekt mussten wir die wieder rausnehmen, weil BHV starke Bedenken hatte, dass wir damit Rechte Dritter verletzen. Böser Poki. Böser, böser Poki. Wer sich übrigens in Edna bricht aus geärgert hat, dass er die Bowlingkugel hier unten links im Regal nicht mitnehmen durfte, bei Harveys neue Augen kann man sie endlich mitnehmen. Ein Makel im Game Design, der mir einfach immer sehr schwer auf der Galle gelastet hat und den ich jetzt wieder wettgemacht habe. Dann habe ich es in den Augen. Besucht ihr diesen Raum und ihr könnt die Bowlingkugel nehmen. Freut euch drauf. Ich freue mich. Nehmt auf jeden Fall das Captain Unbrauchbar Comic mit. Also das Heft, das dort auf diesem Zeitschriftenstapel liegt. Es wird im gesamten Spiel keine Verwendung finden. So viel kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Und die Reaktion für dieses Item zu schreiben, hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Denn Edna wird halt zu jeder Situation und zu jedem Objekt im Heft ein entsprechendes Bild finden, das sie damit assoziiert. Auf diesem Bild wäscht Captain Unbrauchbar gerade seine Karotten. Ich habe keine Ahnung. Es macht irgendwo vielleicht Sinn. Oder ich habe mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Entscheidet selbst. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt mit Captain Unbrauchbar. Das ist super. Was ich aber noch sagen wollte, bei Harveys neue Augen, ja, Punk hat gesagt, man ist in diesem Raum wieder, aber Bobo ist nicht mehr hier, beziehungsweise nicht mehr ansprechbar. Was soll das? Warum ist Bobo nicht in Harvey 2? In Edna 2, das weiß ich. Das macht für mich das Spiel deutlich schlechter, wenn da kein Gehirn in einem Glas ist. Okay, dann fangen wir mit den Comics mal an. Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Was würdest du an meiner Stelle tun, Captain Unbrauchbar? Ich würde Dr. Marcel in den Arsch treten. Nee. Da. Ich lese es später. Nein, du liest das jetzt, junge Dame. Du liest das jetzt. Beziehungsweise Harvey wollte doch einen Comic haben. Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenne ich schon. Verrat mir das Ende nicht. Stuhlbein Noah hat keine Chance gegen Captain Unbrauchbar. Comicheft. Das Comicheft, Plural Comichefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Captain Unbrauchbar hat auch eine besondere Fußnagelfähigkeit. Er kann damit Tischdecken besticken. Warum? Es ist Captain Unbrauchbar. Warum frage ich eigentlich? In diesem Bild lackiert sich Nützlich Boy die Zehennägel mit unsichtbarer Tinte. Oh Gott. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Aha. Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung?
Comicheft. Das Comicheft, Plural Comichefte. Also das hatten wir, glaube ich. Episode? Ne? Ja, ja, das hatten wir. Hm, was da wohl drin ist? Was? Boah, das klingt nach... Ja, fast so als ob. Ich warte doch, ob da so ein Katzenmiauen kommt. Potztausend, das ist Glas. Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Ich mag das Spiel. Der Gesprächsstoff zwischen mir und den Kartons ist begrenzt. Wir kommen aus unterschiedlichen sozialen Mikrokosmen. Genug Schaden angerichtet. Das entscheide immer noch ich. Den tue ich da bestimmt nicht rein. Nein, du solltest da nicht draufhauen. Schreib mal was drauf. Na, ja. Und jetzt noch einen Zehennagel rein. Okay. In diesem Bild verkauft Captain Unbrauchbar seinen Gasbombengürtel bei eBay. Oh. Was hältst du von diesen Kartons, Harvey? Ich versuche gerade nichts von ihnen zu halten. Ja, Zerstörung. Karton, der. Umverpackung aus Presspappe. Also draufgeschrieben haben wir ja schon. Dann auf den Mixer. Nein, zu wertvoll für den Mixer. Oh ja, darf ich? Nein, erinnere dich daran, was das letzte Mal passiert ist? Kein Ohrhase. Ah, das erklärt einiges. Nein, das würde den Mixer nur noch mehr kaputt machen. Wie, der ist kaputt? Wieso ist der kaputt? So sind die Texte für die neuen Star Wars Filme entstanden. Das Spiel ist 5 Jahre alt, möchte ich nochmal anmerken. Ah, das Statement ist gealtert wie Wein. Nein, das würde den Mixer nur noch mehr kaputt machen. Das wäre ja gut, dass ich mir denken können, dass das kommt. Hm, lecker. Oh Gott, das hat sie gerade nicht... Oh Gott, sehr widerlich. In diesem Bild verwechselt Captain Unbrauchbar links und rechts. Oh Gott. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so lustig finde. Das ist so blöd. Oh Gott. Oh, ich liebe es. Oh Gott. Oh Gott. Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Oh Gott, dieses Spiel macht mich fertig. Schmeckt nach Ananas. Okay, das wäre also, glaube ich, schon mal der erste Fehler, den wir gemacht haben. O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Hatte ich eigentlich mit dem gesprochen? Hallo, Mixer. Ja, okay. Der ist kaputt. Ich will den nicht. Der ist kaputt. Nette Farbe. Ach nee, warte. Benutze. Schmeckt nach Ananas. Willst du davon etwas probieren, Harvey? Oh ja! Dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, Harvey. Oh, ich mag die beiden. Die sind süß zusammen. Ich tunke ihn nur kurz rein. Sieh mal, Harvey. Der alte Schlüssel strahlt wie neu. Habe ich den jetzt? Ach schade, ich dachte, das hätte ich jetzt geupgradet oder so. Yeah! Radioaktive Superfußnägel! Radioaktive Verseuchung. Die. Hey, hier ist ein Foto von der Hüfte. Das ist schon markiert. Ja, aber ob die Markierung in 1000 Jahren immer noch so gut ist. Ich tunke ihn nur kurz rein. Sieh mal, Harvey, jetzt habe ich eine radioaktiv mutierte Superwaffe. Captain Unbrauchbar erlangte seine Superkräfte,
als er beim Autoradio den falschen Sender aktivierte. Gott, nein. Oh, zum Glück hatte ich an Pucki mich an den Comic erinnert, ob ich den sonst nicht übersehen hätte. Oh Gott. Ey, dieses Spiel macht mich so fertig. Oh, ich liebe es. Oh Gott, wir haben noch so viel hier. Oh Gott. Oh Gott, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube, das war alles hier auf der linken Seite. Also das Fenster. Ich glaube, das Fenster kennen wir soweit schon. Ich muss es nicht kaputt machen. Es ist ja gar nicht abgeschlossen. Oh. Oh. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Ja, das wäre schön. Dann könnte ich diesen Ausblick überall genießen. Leider hat man dieses Fenster sehr unhandlich designt. Und den Ausblick hat man am Horizont befestigt. Hier kann man es auch sehen, ja. Ist dieser Ausblick nicht herrlich? Hol dir einen eigenen Ausblick. Das hier ist meiner. Nicht reiten. Ja, praktisch. Kann ich das Fenster bemalen? Nee, einfach nicht. Gott, es kommen hier so schnell die Screens. Ich war noch gar nicht überall. Ich muss doch auch noch mal... Wir gucken uns gleich das Lager zu Ende an. Beziehungsweise, Moment. Ist das hier schon... Ah. Ja, das ist schon ein... Das hätte ich von Anfang an machen sollen, jetzt erkennt man die Dinge hier auch. Den Lichtschalter machen wir doch. Er frisst nur Strom. Davon aber reichlich. Gute Idee. Dann kann ich überall Licht machen. Oh nein, er ist fest. So eine Pleite. Macht dieses eine Ding in Harry Potter nicht genau das, was sie gerade sich gedacht hatte? Licht aus. Licht aus! Wird's bald. Na bitte. Das ist geil. Das ist geil. Licht. Licht. Wird's bald. Na bitte. Geht doch. Sehr schön. Also Edna hat scheinbar doch ein paar telepathische Kräfte. Also warte, benutzen kann ich, mache ich ihn ja einfach nur. Schau mal, Harvey. Ein Lichtschalter. Vorsicht. Es könnte eine Falle sein. Ruhig bleiben, Edna. Der Schalter lässt sich ganz einfach per Hand bedienen. Lichtschalter, der. Handbetriebenes Leuchtquellenbedienelement. Gott, handbetriebenes Leuchtquellenbedienelement muss ich mir auch mal merken. Wozu schreiben, wenn man auch Leuchtbotschaften morsen kann? Es lebe der Fortschritt. Hau kaputt. Ruhig bleiben, Edna. Der Schalter lässt sich ganz einfach per Hand bedienen. Ich bin ruhig, ich bin die Ruhe selbst. In diesem Bild schaltet das E-Werk den Tiefparterre-Cave vom Netz. Nützlichboy wird wohl wieder einmal das Geld für die Stromrechnung vorstrecken müssen. Oh Gott, ich möchte damit einen wirklichen Comic haben. Ruhig bleiben, Edna. Der Schalter... Okay, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Dann gucke ich jetzt aber noch... Ach, warte, ich glaube, ich könnte hier unten auch noch, ne? Oh Gott, das Spiel ist so groß. Ich komme gar nicht hinterher. Das war unsere Zelle übrigens. Moment, dann gehe ich nochmal hier rein. Das ist halt erst noch der Anfang. Von Kapitel 1 noch. Gut, je nachdem. Man könnte die Zelle als separates Kapitel zählen. Eigentlich wollte ich ja hier auch nochmal. Hier war, glaube ich, noch nichts, deswegen. Hier hätte ich, glaube ich, eher hingesollt. Die Freiheit von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. War ja klar. Hilfe! Ich werde hier festgehalten! Wo sind all die Helfer und Helfershelfer? Die Ritter mit aufdringlich polierter Rüstung? Wo sind all die lästigen Gutmenschen, wenn man sie braucht? Zu. War ja klar. Ja, ich mag das Spiel jetzt sehr. Vielleicht kannst du dieses Gitter durchnagen. Leider nein. Meine Zähne sind aus Frottee. Na gut, dann hau ich's halt kaputt. Freiheit! Freiheit! Hat das funktioniert? Ja, das wäre eine gute Idee. Leider sind die Schrauben außen und ich komme nicht dran. Ja, okay.
Was würde Captain Unbrauchbar denn tun? In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar wegen Steuerhinterziehung hinzu. Oh Gott, dieses Spiel ist so durch. Edna was here. Sehr schön. Gitter, das. Gitters, Gitterbettchen, Gitterfenster, Gittern, selten. Ich gittere. Vergleiche R22. Freiheit. Okay, Poki, was hast du jetzt zu dem Gitter zu sagen? Ja, um Ednas Antrieb nach draußen zu kommen noch zu verstärken. Es ist ein wunderschöner Herbsttag draußen. Die gesamte Farbstimmung und die Richtung der Wolken geben dem ganzen Spiel übrigens eine Richtung, die ja auch so ein bisschen durch das vulkanöse Thema des Titels, da bricht aus, unterstützt wird. Ednas Ausbruch verhält sich insgesamt wie ein Vulkanausbruch und so ist es halt sehr rot und heiß und orange auf dem Gipfel des Bergs, auf dem sich die Berganstalt, also die Anstalt von Dr. Marcel befindet. Und je weiter sie dann nachher runterfließt, desto mehr kühlt diese Lava ab und bis sie dann irgendwann gegen Ende des Spiels so auch ihre Motivation halt quasi auszubrechen, so gut wie stagniert ist. Es findet sich im Farbschema wieder, wie gesagt, in der Richtung der Wolken. Alles zieht Edna sozusagen von diesem Berg runter in Richtung ihres Elternhauses. Okay, aber ich glaube, hier können wir noch gar nicht so viel machen jetzt. Probiert habe ich soweit alles? Ja, gehen wir nochmal zurück. Vielleicht kommen wir später hier wieder her. Okay, war hier noch irgendwas? Wir haben jetzt ja Captain Unbrauchbar. Oh, das möchte ich probieren. Niemals. Das ist die Erstausgabe. Ich vergesse immer, dass ich alles verbrennen will darin. In diesem Bild rettet Captain Unbrauchbar die Welt vom Schreibtisch aus. Das muss man auch erstmal schaffen. Oh Gott. In diesem Bild rettet... Moment, das war gar nicht derselbe Text. Entschuldigung. In diesem Bild rettet Captain Unbrauchbar den Piloten vor seinem Schleudersitz. In diesem Bild beschwert sich Captain Unbrauchbar beim Möbelspediteur. Oh nein! Captain Unbrauchbar ist eine Cabin! Ach nein! Captain Unbrauchbar, du warst der Auserwählte! In diesem Bild holt Captain Unbrauchbar sein Abitur in der Abendschule nach. In diesem Bild holt Captain Unbrauchbar sein Erspartes aus der Sockenschublade. Hier ist ja noch die Schublade, habe ich ja ganz vergessen. Die habe ich gar nicht gesehen. Eine finnische Hartholzschublade mit Blattgoldintarsien. Gesundheit. Wo siehst du denn sowas? Das ist nur schnöde Buche. Psst. Gerade war der Spieler beeindruckt. Wow, ich bin beeindruckt. Ich bin der Spieler. Zuerst müsste ich sie mal aufbekommen. Überzeug sie mal. Sie muss sich mal für dich öffnen, Edna. Rede doch mal mit ihr. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Na gut. Hast du mal versucht, einfach dran zu ziehen? Zu. Das macht mich rasend. Dann grohe Gewalt. Ich bräuchte eher was Spitzes, um sie aufzubrechen. Also ich finde Harvey ziemlich spitze. Harvey passt in keine Schublade. Den Stift. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Meine Güte, ich will doch auch nicht aufräumen. Ich will halt nur vorher alles andere probieren, bevor ich das Offensichtliche tue. Die ist nicht verschraubt, die ist verklemmt. Na gut, dann jetzt halt wirklich das Stuhlbein. Damit komme ich schon fast in den Spalt zwischen Kommode und Schublade. Aber eben nur fast. Nur fast. Wir brauchen noch was. Okay. Okay. Wüsste ich jetzt gerade nicht. Das machen wir weiter wie eigentlich gehabt mit Captain Unbrauchbar. In diesem Bild macht Captain Unbrauchbar den dritten Platz im Pfahlsitzen. Immerhin Dritter. Ach warte, hier ist noch was. Warte noch. Ich will mir den Artikel erst angucken. Hallo Zeitung. Was hast du mir heute zu erzählen? Ein gerahmter Zeitungsartikel über den Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Spiel? Ah, jetzt. Was ist denn das? Das
ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. Kann ich damit irgendwie interagieren? Die ist gar nichts. Ich traue einem Streichel zu vermisst. Ja, das ist ein Skandal. Überhaupt, warum ist das so scheiße ausgeschnitten von ihm? Warum hält das überhaupt über den Kamin? So ganz im Ernst. Was macht eigentlich dieses Lock-Ding hier? Na gut, gehen wir wieder zurück. Kann ich jetzt das Ding nehmen? Dieses infame Lügengewirr kommt nicht in mein Inventar. Mit Lügnern rede ich nicht. Bring ihn um! Nein, es ist zwar alles gelogen, aber immerhin ist es ein Hinweis auf meine Vergangenheit. Aber es ist gelogen, also musst du vom Gegenteil sowieso ausgehen. Was würde Captain Unbrauchbar tun? In diesem Bild wickelt Captain Unbrauchbar einen Hering im Daily Planet ein. Daily Planet ist, glaube ich, der von Spider-Man, oder? Lüge, Märchen, Ente, Erfindung, Fabelei, Erdichtung, Unrichtigkeit, Irrtum, Trugbild, Blendwerk. Du hast Fake News vergessen. Nein, es ist zwar alles, aber... Nein. Okay, das geht auch nicht. Harvey, was sagst du dazu? Sieh mal, Harvey. Achso, jetzt lädt er das Dings wieder. Das ist mein Vater da auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das kann doch nur eine Zeitungsente sein. Weißt du etwas darüber? Kannst du dich an irgendetwas erinnern? Seltsam. Ich kann mich an gar nichts erinnern. Als wäre da ein schwarzer Fleck auf meiner Erinnerung. Ich muss unbedingt herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Mein Vater ist unschuldig. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Eins nach dem anderen. Erst müssen wir hier raus. Dann beweisen wir die Unschuld deines Vaters. Okay. Erst ausbrechen, dann Unschuld beweisen. Klingt doch gar nicht so schwer. Ich war bei Captain Unbrauchbar. Ich werde immer abgelenkt von irgendwas. Also warte, das hatten wir. Rettet die Welt vom Schreibtisch aus. In diesem Bild wischt ein Obdachloser die Scheibe vom Honkmobil. Vorsicht, Captain Unbrauchbar! Wenn er den Smiley malt, bevor er grün ist, musst du ihm Kleingeld geben. Ich mag das Honkmobil jetzt schon alleine vom Namen her. Aber sehr schön. Ich würde gerne mit Captain Unbrauchbar noch mal ein paar Sachen in der Zelle kommentieren. Kann ich hiermit vielleicht? Der hat genug gelitten. Außerdem ist hier im Schacht... Achso, das hatten wir, glaube ich, auch schon. Captain Unbrauchbar kämpft zwar nicht aktiv gegen Windmühlen, er ist aber auch nicht unbedingt dafür. den hatte ich da... Das Lexikon ist nochmal. Ventilator, der. Motorisierter Flügelblattrotor zur Raumklimaregulierung. Okay, weiß ich mit dem Stift... Schade, der Stift schreibt nicht auf den Rotorblättern. Oh, Manu. Das ist wirklich schade. Dann mit dem Polster. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen Milben. Oh Gott. So siehst du aus. Ich schleiche mich unter Einsatz meines Lebens aus der Zelle, krieche durch enge Schächte, kämpfe gegen Muskelberge, nur um mir einen Comic zu holen? Und dann setze ich mich in meine Zelle und lese? Prima Plan. Ich meine, du könntest dauernd auch das Lexikon lesen. Tisch, der, Tisches, bei Tisch, beim Essen sein, am Tisch sitzen, zu Tisch gehen, Gespräche am runden Tisch. Gott, das ist so doof, dass man ein Lexikon dabei hat. Polster, das. Textiler Möbelspannbezug mit Füllung zur Sitzkomfortmaximierung. Was sagst du denn zu dem Stuhl? Stuhl, der. Stuhles, Stühle, auch kurz für Stuhlgang. Elektrischer Stuhl, der heilige Stuhl, der päpstliche Stuhl, vergleiche R157. Das wäre ein klägliches Trostpflaster für das, was ich ihm angetan habe. Nein, das ist die Erstausgabe. Dafür dürftest du ihn dann nochmal verprügeln. Ich
glaube nicht, dass die Tür etwas lesen will. Frag sie doch erstmal. Gitter, das. Gittern, selten, ich gittere. Vergleiche R22. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Na gut, das geht nicht. Möchtest du was lesen, Tür? Ja, bitte, Edna. Ich hätte da dieses unterhaltsame Comicheft. Oh, bitte, bitte, gib es her. Ich bin so schrecklich allein in dieser einsamen Zelle. Aber sicher doch. Mit Freunden teile ich gerne. Das heißt... Warst du nicht diese Tür, die mir immer den Weg versperrt hat? Dann vergiss es. Oh, das ist so durch. Hier ist was zum Lesen. Oh, danke. Schon wieder falsch rum. Nein. Na, oh Gott, ich hatte gerade Angst. Ich hatte gerade Angst, mein Comic wäre jetzt weg. Gott, mach mal Spiel, jag mir doch nicht so einen Schrecken ein. Moment, erstmal jetzt, speichern. Das ist dieser eigenartige Spielstand, in dem ich in Part 0 erzählt habe. Ist jetzt gespeichert? Da ist es, okay. Sieht so aus, als hätten wir nichts erreicht. Na, sehr schön. Gott, nicht, dass ich wirklich noch meinen Comic verliere. Ich will Captain Unbrauchbar behalten. Hätte ich jetzt hier... Moment, Edna, geh nochmal zurück. Das will ich jetzt nochmal überprüfen, ob ich jetzt hier in dieser Schachtansicht nochmal was nutzen konnte. So, Captain Unbrauchbar mäßig. Nee, scheinbar nicht. Okay, dann gehen wir doch wieder rein. Der arme Edna muss sich da jedes Mal wieder rein und raus zwängen. Sie kann einem ja schon ein bisschen leid tun. Habe ich jetzt... Ah, ich habe nicht gedrückt. Ja gut, selber schuld. So, hatten wir irgendwann nur das Gitter? Oder hat der Captain Unbrauchbar da was anderes gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar. Das hatten wir. Das fand ich aber immer noch sehr gut. Das mit der Steuerhinterziehung. Hier war, glaube ich, soweit alles mit Captain Unbrauchbar. Hier sind Fotos. Dann gucken wir uns die Fotos doch nochmal an. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Welche Hälfte denn? Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Muss Bild nehmen. Muss Bild nehmen. Nein, ich kann nicht. Aus tiefster Seele weiß ich, dass ich es nicht will. Okay, interessant. Ja, ich benutze das Bild. Ich sehe drauf und erkenne, dass etwas drauf ist, wenn ich es mir nur ansehen könnte. Ach ja, schade, dass Sie das nicht machen können. Hallo, Junge auf dem Bild. Hallo, hallo, Edna, Edna. Sieh mal, ich spiele. Du hast Hausarrest, du kannst nicht mitspielen. Nein, bitte nicht. Hör auf. La, la, la. Captain Unbrauchbar, machst du auch Fotos? Auf diesem Bild macht Nützlich Boy Fotos von der Unfallstelle. Vergiss nicht den Lackschaden an der Stoßstange, Nützlich Boy. Oh, Nützlich Boy ist ein Gaffer. Na toll, Captain Unbrauchbar ist eine Cameron und Nützlich Boy ist ein Gaffer. Das kann ja nichts werden mit den beiden. Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Und was ist mit Erinnerung eine kleine Delle verpassen? Nein. Kann ich mir Schnauzer malen? Nein. Niemand antwortet nein. Oh, Moment, Harvey hat was anderes vorgeschlagen. Nein. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Nein. Schade. Hätte ich doch ein Feuerzeug, dann könnte ich sie anzünden. Das Stuhlbein. Nein. Ja, gut. Und nein. Harvey hat schon wieder was Neues vorgeschlagen. Ich denke immer, es ist der gleiche. Nein. Und was ist mit Erinnerung zur besseren Durchlüftung perforieren? Nein. Doch, es geht doch nur um die bessere Durchlüftung da. Ich habe sonst keinerlei Hintergedanken. Nein. Ich doch nicht. Ich würde sowas nie tun. Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Na gut. Ich
Ich würde sagen, das Lager gucken wir uns noch zu Ende an. Und im nächsten Stream machen wir dann weiter. Weil hier gibt es jetzt noch einige coole Sachen, die ich dann doch nochmal zeigen will. Wir fangen mit der Bowlingkugel an. Die erinnert mich an Hulgur. Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Schade. Hulgur? Bist du das? Hm. Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Geht nicht. Die Kegel sind nicht vollzählig. Oh. Harvey, was sagst du dazu? Was hältst du von dieser Kugel, Harvey? Ich hätte gern die Kanone dazu. Das ist eine Bowlingkugel. Dann brauchen wir auch eine Bowlingkanone. Sonst weigere ich mich. Ich will auch eine Bowlingkanone haben. Stimmt. Eigentlich fehlen zwei Löcher. War das nicht von Bowling und Kegeln irgendwie der Unterschied darin? Keine Ahnung. Ach, mit W. Es heißt also Bowling. Merkt euch das, Kinder. Bowling, finde ich gut. Darauf lässt sich nun wirklich nicht kritzeln. Nicht mit der Einstellung. So ruiniere ich mir nur die Vorhand. In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. Oh Gott. Sie ist nicht geschraubt. Sie ist aus einem Guss. Die sind unvollständig. Ja, na und? Nimm trotzdem einen mit. Wozu? Die sind unvollständig. Ja, keine Ahnung. Als Waffe, Inventar, Platz einnehmen. Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Geht nicht. Die sind unvollständig. Was hältst du davon, Harvey? Das sind keine Kegel, das sind Pins. Ich weiß auch nicht, was da der Unterschied ist. Ach, die liegen doch schon. Das macht zwar Spaß, aber einer... Okay. Es gibt einige wenige Situationen, wo ein Fußnagel nichts ausrichten kann. Hm. Liegt das gerade an mir oder an mir? Ach, mit W merkt euch. Achso, warte, ich hab doch die Kegel gerade, oder? Ach, mit W. Doch, ja. Das ist derselbe Text nur. Ich habe gerade im Stream geguckt und es sieht so aus, als würde man das Inventar da nicht sehen. Das weiß ich jetzt aber nicht sicher. Deswegen lasse ich jetzt mal kurz eine Sekunde offen, um mir das anzusehen. Ah, doch, man sieht's, okay. Das wüsste ich auch nicht, wie ich das fixen soll. Was hast du drauf gemalt? Ich will es sehen. Ach, guck mal. Muster. Ach, die liegen doch schon. Captain. In diesem Bild wird... Okay, das kennen wir schon. Dann geht Harvey mal an die Wäsche. Sieh mal, Harvey. Wäsche. Sind das lustige Faschingskostüme? Nein, es sind diese unpersönlichen Krankenhausnachthemden. Dann lass uns weitersuchen. Ein Haufen weißer Kittel. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Ja, aber ich weiß nicht, ich denke, deinen willst du noch einen Moment behalten. So weich. Mit Schmusi weich Ultra gewaschen? Nein, mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach ja, atomfrisch. Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Sieh mal, Harvey. Achso, warte, die Wäsche, das hatten wir ja schon. Stimmt. Dann. Den ganzen Wäscheberg zu zerschlitzen, würde ja direkt in Arbeit ausarten. Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu kostbar. Meine nicht. Wäsche. Die. Sammelbegriff für Bekleidungstextilien. Edna. Sehr schön. Was ist eigentlich aus der guten alten Tradition des Teppichausklopfens geworden? Ein weiteres Opfer des Millennium Bugs. Du bist der Millennium Bug. Millennium Bugs Bunny. Oh Gott. Oh, der Witz ist so schlecht, hätte von mir sein können. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Oh Gott. Oh, dieser Comic ist so durch. Oh Gott. Oh, Poki, was hast du dir dabei gedacht? Poki, was soll das? Warum? Da liegt er gut. Okay, dann brauche ich einen neuen. Zum Glück habe ich eine Menge Füße. Kann ich... Bobo? Nein, danke. Ich kenne es auswendig. Es war das Einzige, was es hier drin zu lesen gab. Oh, ein echter Fan. Gehirn, das. Achso, das hatten wir schon. Die
Alfpuppe, nochmal welche Reagenzgläser. Okay, dann sind wir auch gleich durch. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren, aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Ich glaube, Poki mochte den Alf nicht. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren, aber daran... Okay, Harvey, was macht ihr beide Plüschtiere denn so zusammen? Was hältst du davon, Harvey? Igitt, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, er ist Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologieprofessor oder was? Oh Gott. Oh, bitte, 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 lass mich ihm das Fell zerfetzen. Na sowas, das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber noch nicht. Ich will, dass er sich noch etwas in seiner Angst windet. Oh oh. Oh Gott. Alf, Alf, Alf. Die Seite fehlt. Das Lexikon hat auch seinen Stolz. Oh Gott, ist das fies. Mist, er ist zu haarig, um ihn zu bekritzeln. Nicht einmal die Freude lässt er uns. Schlag ihn tot. Oh, bitte, 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 lass mich ihn zu Klump klopfen. Na sowas. Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Aber noch nicht. Ich will, dass er sich noch etwas in seiner Angst windet. In diesem Bild verliert Captain Unbrauchbar den Kontakt zu einer außerirdischen Lebensform. Ich meine, dafür muss er sie auch erstmal finden. Jetzt brauche ich wieder einen neuen. Okay, dann noch die Reagenzgläser. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Ja. Nee, du sollst die nehmen, Edna. Bleib hier. Du sollst die Reagenzgläser mitnehmen. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Same hier. Buh. Keine Reaktion. Oh. Oh, ist der schlecht. Oh. Oh. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Oh, keine Reaktion. Guck mal, Harvey. Ein Chemiebaukasten. Yippie. Lass uns Gold in Blei verwandeln. Okay, wir brauchen... Ich glaube, wir kriegen im Spiel sogar Gold, ne? Über chemische Kriegsführung denke ich später nach. Wenn sich mein Arsenal für die psychologische Kriegsführung erschöpft hat. Das macht zwar Spaß, so. Chemie, die Lehre der Elemente. Nee, Moment. Da, so, wo haben wir Kugelschreiber mit ich Chemie? Ich markiere die Flaschen Vorkasten. Mit ungiftig. Ah, Moment, technische Schwierigkeiten jetzt am Ende doch noch. Sehe ich auch wieder was. So. Ich sehe den Chat jetzt auch wieder, keine Sorge. Mit ungiftig markieren, hat sie gesagt. Dann haben wir sie jetzt einfach kaputt. Über chemische Kriegsführung. Das hatten wir auch schon. Und Captain Unbrauchbar. In diesem Bild tritt Captain Unbrauchbar auf Nützlich Boys Chemiebaukasten. Nett von ihm. Na, nein, das wollte ich nicht. Benutzt Fußnagel mit Reagenzgläsern. Das will ich machen. Mal gucken, ob es eine Reaktion gibt. Enttäuschend. Da war ein Totenschädel. Ich hätte das mehr, als ich erwartet hatte. Okay. Dann würde ich sagen, hier ist doch ein ganz guter Punkt. Wir stehen hier ziemlich sicher. Dann speichere ich jetzt hier. Und wir machen jetzt für heute erstmal Schluss. Danke fürs Zusehen, fürs Dabeisein, fürs im Chat dabei sein und was weiß ich nicht alles. Euch noch viel Spaß, schönen Abend. Gibt's heute Abend noch was? Ich denke eher nein. Das ist zumindest im Moment noch nichts geplant. Bis morgen, übermorgen wahrscheinlich wieder. Spätestens übermorgen, denke ich. Tschüdelü.